Schön, euch zu sehen, auch wenn nur visuell. Auf jeden Fall habe ich für dich jetzt seit einer halben Stunde Yoga und Pilates, all inklusive. Und ich freue mich, ich bin die Easy. Und alles, was du jetzt brauchst, ist eine Matte und ein bisschen Zeit. Okay? Jetzt. Schnapp dir alles und dann start nochmal das Video gerne von Anfang und dann legen wir jetzt los. Viel Spaß! Wir fangen an mit dem Sonnengruß. Wenn du zu Hause eine schönere Musik hast, dann schalt sie gerne dazu, okay? Ferse an Ferse, großer Zeh an großer Zeh. Atme ein. Den gestreckten Berg, nimm die Arme zurück. Verflechte deine Hände und stretch erst nochmal deine Schultern. Schieb dein Gewicht in die Ferse, zieh deine Schultern zurück. Atme nochmal hier ein und aus. Und dann beginne. Atme ein in die gestreckten Beine, beuge deine Knie und roll dich ab in die Vorbeuge. Bring deine Hände zum Schienbein, hebe dich in den gestreckten Rücken auf. Wieder zurück in die Vorbeuge. Laufe zurück in die Plank und schieb dein Po zu hinten oben. Außen rund, roll dich nach vorne. Krokodil, nimm deine Knie tief, beuge die Arme eng am Körper, leg die Hüfte ab, schau nach vorne in die Babykobra. Zehenspitzen aufstellen und du schiebst dich wieder zurück in den Naumburg. Beuge beide Knie und bring dein rechtes Bein zwischen deine Hände. Ich bin ein Spiegelbild. Drehe auf, nimm die Hand mit und bring sie wieder zum Boden. Schritt ran, Ferse an Ferse, rolle auf, drei Runden mehr. Rolle ab, schieb dein Po nach oben, deine Beine soft, flacher Rücken, strecke die Arme mit dazu und rolle dich wieder ab. Laufe zurück in die Plank und schieb dein Po wieder nach hinten. Ziehe deine Füße hüftweit und rolle nach vorne. Wenn du magst, bleibe hier jetzt auf den gestreckten Beinen. Beuge deine Arme eng an den Körper. Über den Hund nach oben, tauche auf. Nächstes Level. Dann Zehenspitzen aufstellen und kippe wieder zurück. Beugst beide Knie und bringst diesmal dein linkes Bein vor. Dein Knie über deine Ferse. Twiste auf. Schaue nach und rolle wieder ein. Jawohl, Schritt ran, bleibe kurz, atme ein, atme aus. Konzentriere dich diesmal auf Atmung und Bewegung. Atme ein, gestreckten, flachen Rücken. Atme aus, durch deine Nase in die Vorbeuge. Wenn du magst, jump mit dem Einatmen zurück. Beim Ausatmen schieb dich in den Down Dog. Atme ein, roll dich richtig ein. Ja, dann aussinke in die Plank. Das Krokodil. Atme ein, Hund nach oben. Um ausatmen, kippe wieder zurück. Schieb die Fersen Richtung Boden, beuge deine Knie. Atme ein, nimm dein rechtes Bein vor. Atme aus, in den Twist. Und wieder ein. Und aus. Eine Runde für dich. Spüre deine Länge über die Wirbelsäule. Und dann auch die Schwere in deinem Oberkörper beim Abtauchen. Die Länge deiner Rückseite des Körpers. Die Erdung deiner Füße. Jump fest im Bauch. Kippe zurück. Länge über die Wade. Was ist jetzt? Rolle nach vorne. Flexibilität, Kraft in deinen Armen, Spannung und Kontrolle im Körper. Halte den Bauch fest, zieh die Schultern zurück. Zehenspitzen aufstellen, kippe wieder zur Linken. Linkes Bein nach vorne, eine Linie. Schaue nach, beruhige deinen Blick und dreh dich wieder ein.
Schritt ran. Richte dich auf. Atme nochmal tief. Und im Ausatmen nimm deine Hände zurück. Schaue hoch zum Himmelszelt. Bleibe kurz. Okay. Wir machen weiter mit der Kraft im Stehen. Verschiedene Kriegerpositionen, du kennst alle. Weit im Stand, beuge dein rechtes Knie über die Ferse und hier ein gestrecktes Bein. Die Schultern über der Hüfte und jetzt sinke in den Boden rein. Ja. Ferse in den Boden und hier auch mit dem großen Zeh. Arme auf Schulterhöhe, strecke aus und führe den Sonnenkrieger den rechten Arm über Kopf. Bleibe hier und sinke. Wenn du mehr magst, löse deine Ferse und jetzt nimm die Hand nach oben und schau mal noch nach. Locker die Hand hier am langen Bein, ziehst die Schultern weg von den Ohren und öffnest dich hier über den Rippenbogen. Bleibe, atme ruhig. Öffne den Bauchraum und am Ausatmen zieh die Schultern bewusst nach hinten. Löse hier, Arme weit, jawohl, ins Dreieck. Das ist hier. Die Beine, beide gestreckt, die Hand locker hier, die Kraft ist im Chor. Und die obere Hand nimmt über die Schulter. Das sind die zwei Posen, die wir jetzt weiterhin brauchen. Okay, wir machen eine Kombi draus. Du kommst in den Sonnenkrieger, du beugst dein rechtes Bein und lehnst dich nach links. Hier zwei Atemzüge mehr und dann komm in den gestreckten Krieger. Arme weit, Kippe auch zum unteren Rücken. Halte hier. Spannung, Chor. Hier locker die Hand. Wenn zu viel ist, dann beuge dein Knie und stütze dich ab, okay? Für alle was dabei. Noch einmal etwas schneller. Rippe für Rippe, spür die Dehnung mal rein. Dann geht auch eine Seite besser wie deine andere. Wie warm du stehst, die Länge deines Körpers. Push dich nach oben, Dreieck. Zwei lange Beine oder wieder hier ein Level runter, okay? Such dir aus, was dir heute gefällt. Vielleicht wird es beim zweiten Mal auch ein anderes sein. Steiger dich mit jedem Mal. Fordere dich raus. Wieder in der Kombi. Zwei Runden mehr. Atme ein. Atme aus. Mach deinen Atemzug bewusst länger. Auf 4, 3, 2, 1 und aus, 4, 3, 2, 1, stopp, komm zur Mitte, Zehen raus, komm hierher, Schulter tief, spanne Bauch an und dann bleibe oder löse die Ferse, nimm die Knie raus Richtung Zehe und bleibe stolz im Oberkörper, komm ein Lächeln für dich und für mich, gerne aufs Schicken. Hoffentlich sind deine Beine genauso wie meine. Vielleicht siehst du es hier. Okay, stopp. Schnapp dir jetzt die Matte. Wir kommen
so ein bisschen Pilates. Okay, wir fangen an mit dem Hover. Auf Knie oder auf die Zehenspitze. Und jetzt heißt es erstmal für dich fürs Warm-up halten. Sagst du es von der Seite, damit du mich besser siehst. Egal wo du bist, dein Bauch ist fest. Dein Po auf Schulterhöhe. Und wenn du die gestreckten Beine hast, schieb die Ferse weg. Spann den Po an. Ja, richtig fest. So richtig zwei harte, kräftige, saftige Äpfel. Okay? Im besten Alter. In dieser guten Zeit. Schultern zurück. Halten. Schaffen wir noch mal 10, oder? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut. Okay, und jetzt geht's in die Plank. Wir haben eine kleine Kombi. Das geht auf dem Knie. Dann nimmst dein Einbein, das Knie zum Ellenbogen und wieder zurück. Du wechselst die Seite, Knie, Ellenbogen, wieder zurück. Auch im gestreckten Bein, Knie, Ellenbogen, zurück. Bei uns ist das das Glühwürmchen. Okay? Seitliche Bauchmuskulatur, Bauch und Rücken. Die großen, starken Muskelgruppen für eine aufrechte Haltung. Ja. Wechsel immer die Seite. Deine Hände sind unter der Schulter, die Finger gespreizt. Du push dich weg, gefühlt vom Boden. Wechseln, viermal mehr. Zwei. Bleib in diesem langsamen Beat. Jawohl, und wir werden etwas schneller. Wir bauen zwei Pals dazu. Vor, zwei Pals, wechsel die Seite. Zwei Pals, vor. Zwei Pals, vor. Immer wenn du vorgehst, vielleicht berührst du sogar deinen Ellbogen, aber ziehst die Bauchmuskulatur härter zusammen. Ja, deine Schultern bleiben über den Händen. Vier Runden mehr. Ja, oder dann. Und jetzt so schnell du kannst. Ja. Vergiss den Hals dazwischen nicht. Und du schiebst dein Becken so weit zurück du kannst. Ja, deine Beine sind gebeugt. Vier, zwei, eins. Stopp. Halten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs. Dein Blick am besten nach unten. Für eine lange Halswirbelsäule, damit wir dich hier wieder bald gesund haben. Stopp, Knie ab, rum auf den Rücken. Wir machen noch weiter für die schräge Bauchmuskulatur. Nimm die Knie über dein Becken, Finger an die Schläfe. Und jetzt twist mal zu mir vor, komm wieder zurück in die Mitte, wechsel die Seite. Jawohl. Ellenbogen Richtung Knie, die Fingerspitzen sind soft an der Schläfe. Dein Blick kommt am Knie vorbei. Dein Bauch immer noch stark angespannt und du schiebst dein unteren Rücken Richtung Boden. Genau. Vor, Mitte, zurück, Mitte. Und alles jetzt etwas schneller. Vor, rück, vor, rück. Zieh dich zur Seite. Aber ohne Spannung von deinem Kopf. Du löst deine Schulter und gehst in die Drehung rein. Und jetzt im Beat für drei schnelle Stopp, drei schnelle Stopp. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wenn du jetzt spürst, boah, das macht mein Rücken nicht mit, dann mach den Toe-Tap zum Boden. Okay? Du bist dran. Du entscheidest. Aufgeben gibt's hier nicht. Deswegen immer eine Wahl für dich. 3, 2, 1, 4 mal mehr.
Vorder dich jetzt zweimal raus. Letzter. Yes. Stop. Und für unseren Rücken haben wir jetzt noch die Hip Bridge. Rollt Wirbel für Wirbel auf. Finger verflechte und dann Po. Über die Ferse. Schieb dich nach oben. Po fest. Durch dein Warm-up für den Rücken. Halten, halten, halten. Die Knie über der Ferse und deine Füße sind hüftweit geöffnet. Okay? Wenn du hier merkst, boah, das langt, dann halte. Für alle, die wollen, heb dein Bein, beuge, strecke, beuge, setz ab. Wechsel die Seite, beuge, strecke, beuge, setz ab. Dein Becken, das bleibt die ganze Zeit oben. Jawohl. Genau. Bleib so ruhig du kannst. Du schiebst den Rücken richtig in den Boden und du atmest bitte weiter. Ja, deine Atmung unterstützt dich bei dem, was du tust. Sauerstoff rein, Energielevel hoch. 4, 3, 2, 1. Das ist dein Beat. Beuge, strecke, beuge, setz ab. Beuge, strecke, setz ab. Die Faust richtig im Boden. Ich hoffe, du spürst deine Körperrückseite, aber auch wie dein Bauch fest halten muss. Deine Beine, die Oberschenkel, aktiviert werden. Ja. Mach das auf, viermal mehr. Und diesmal konzentrier dich, wie hoch, dass du kommst mit deinem Becken. Du willst den Punkt an die Decke malen. Ja. Einer mehr. Stop. Löse und Wirbel für Wirbel ab. Okay. Beuge deine Knie. Wir kommen in die Twists. Arme weit. Rolle vor zu mir. Genau. Mit beiden Knien gebeugt. Hier bleibe. Deine Schultern hinten und schau auf den Boden. Und wenn du magst, dann nimm das Bein vorne gestreckt. Ja? Den Blick nimm weg vom langen Bein nach hinten. Über deine Finger drüber. Dann schließ mal deine Augen. Lass dich ein dafür. Hör auf dein Herzschlag. Wie bewegt sich dein Bauch? Öffne gerne den Mund. Saug mal die Luft ran, schieb sie wieder weg. Verlängere deine Atmung auf 4 ein, auf 4 aus. Auf 4 ein, auf 4 aus. Noch einmal. Bis zur Mitte hoch. Nimm dein zweites Bein dazu, eine offene Grätsche in der Mitte und du nimmst deine Beine zurück. Beide gebeugt. Wieder den Weg nach vorne. Hebe dein Bein, dein zweites, leg eins ab und das andere halte leicht drüber. Eine Runde mehr. Perfekt. Halte hier hinten. Beide Knie gebeugt, aufeinander gelegen. Roll dich nochmal an. Arme weit. Blick nach vorne. Hinteres Bein, das obere gerne wieder lang. Leg es in deine Hand rein oder auf den Boden. Dein Kopf sollte entspannt sein. Und schließe wieder mit mir deine Augen. Fülle wieder deinen kompletten Bauchraum, deinen Brustkorb voller Atem. Neue Energie, Zelle für Zelle. Und dann entdecke so langsam wieder eine Ruhe einkehren.
Gedanken langsam abschweifen und du hier im jetzigen Moment ankommst. Und beuge dein Knie, roll dich zur Mitte. Wir machen weiter mit einer Dehnung für deine Beinrückseite. Du nimmst dir dein Lieblingsbein nach oben, halt gerne an der Wade oder hier, so wie deine Arme noch entspannt sind, und dein anderes Bein schieb lang am Boden entlang oder lass es aufgestellt, weil dein Rücken sich dann besser an der Matte anschmiegt. Okay, heb nochmal gerne den Kopf und lege dann entspannt den Kopf ab, deine Schultern weit weg von den Ohren. Und jetzt zieh mal deine Zehenspitzen ran. Beim nächsten Mal wieder zur Decke weg. Ran Richtung Nase. Weg Richtung Himmel. Aktiviere die Wadenpumpe, die Dehnung über die Wade, die Oberschenkelrückseite ran. Pack die Atmung wieder dazu. Atme ein. Zur Seite aus. Wir kommen nochmal in die weite Vorbeuge. Ja, heb nochmal gerne Po an und dann erde dich fix. Schultern zurück. Rechts deine Hand an den Schenkel. Atme ein und leg dich in die Seitbeuge. Wenn jetzt hier der Arm vorkommt, ist es okay. Okay, du machst so, wie es für dich passt, und wir dehnen. Egal, ob du offen bist hier oder geschlossen, die Beinrückseite durch die Schwere deines Oberkörpers. Bleibe für den Moment. Spanne deine Finger. Und wenn du langsam Drehung über vorne, wechsel die Seite. Hebe den rechten Arm hoch und dreh dich zur Seite. Wenn du hier offen bist, stretch du bewusst dann nochmal über den Brustkorb, über den Rippenbogen. Entspannst deine Wirbelsäule. Und dann kommen wir gemeinsam zur Mitte vor. Strecke die Hände aus, so wie es für dich passt, und du dein Gewicht noch hinten auf dem Gesäß hast. Ja, der Po löst sich nicht vom Boden. Und dann setz dich gerne ab auf den Ellenbogen. Oder wenn es dir leicht fällt, nimm deine Hände vor. Such dir wieder deinen Weg hier aus. Außen enthältst du, entspann deine Zehen. Du sinkst mit deinem Kopf. Entspannst die Schultern und bringst dein komplettes Gewicht Richtung Boden. Das sind unsere letzten Minuten. Ja? Lächle für dich ran. Nächsten Atemzug für deine Zeit, für deine Flexibilität in deinem Alltag. Dann kehre langsam zurück, nimm die Hände ran, gerne nochmal in Schneidersitz, und wie du es kennst von jeder Stunde, wir atmen gemeinsam an, oben beim Ausatmen in deine Hände nach unten. Lege deine Hände auf deine Knie, zieh deine Schultern nochmal
zurück. Öffne deine Augen und ich wünsche euch alles, alles Gute und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Macht's gut, viel Spaß zu Hause.